Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 28.11.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da sehen wir einen neuen Skin, die Herbstkönigin. Und eine neue Picke, den Pilzprügel. Jo, würde ich mal sagen, wir rushen jetzt mal auf der rechten Seite durch. Shaolin Sit-Up, ein relativ cooles Teil. Ich will jetzt mir die ganzen Benotungen eigentlich relativ sparen, wenn da jetzt nichts Besonderes dazwischen ist. Relativ cool. Das Einzige, was ich mache, sind jetzt die Standardbewertungen durchgehen. 3,9 von 5 bei 30 Votes am 2. Januar 2019. Das erste Mal drin gewesen, das 8. Mal, 27 Reminders. Jo, dann gehen wir mal weiter zum nächsten. Das ist hier der Verge. Ja, den finde ich auch ganz okay für 800 V-Bucks. Und schauen wir mal ganz kurz, was wir darüber finden können. Wir haben hier 4,13 von 5 bei 70 Votes am 16. Januar 2019 das erste Mal drin gewesen. Das 9. Mal. 47 Reminders. Das letzte Mal vor 103 Tagen am 17. August im Shop gewesen. Ja, jetzt kommen wir zu einer Lackierung, die hat das letzte Mal ein bisschen zu Verwirrungen geführt. Die Schlürf, die gibt es nämlich jetzt auch als nicht animierte für 700 V-Bucks. Das jetzt hier ist die animierte Version, wie man sehen kann. Ja, ist relativ cool das Teil. Gucken wir mal ganz kurz hier in die Bewertung rein. Hier haben wir 4,53 von 5 bei 36 Votes am 17. Juni 2019 das erste Mal drin gewesen. Das vierte Mal jetzt 52 Reminders, das letzte Mal im Shop am 7. November. Weiter geht's mit dem Burpee oder Rülpser. Das Interessante daran ist, man muss mal gucken. Vielleicht gehen wir einfach mal auf erneut abspielen. Irgendwann rülpst du auch einfach mal. Ja, irgendwie habe ich jetzt gerade nicht das Glück. Irgendwie habe ich jetzt nicht das Glück, dass er rülpst. Haben die das rausgenommen? Was ist das für Apple? Ernsthaft? Das wäre allerdings ein bisschen schade, würde ich sagen, weil das fand ich eigentlich relativ amüsant. Okay, jetzt ist es halt tatsächlich nur noch ein reiner Burpee. Scheinbar ist diese Rülps-Animation rausgenommen worden, warum auch immer. Ja, jetzt haben wir hier folgende Votes. 3,4 von 5 bei 10 Votes. Am 3. August 2019 ist das erstmal drin gewesen. Dritte Mal jetzt. Drei Reminders. Weiter geht's mit dem Clean Groove. Mega geiles Teil. Jo, gucken wir mal hier rein. 4 von 5 bei 32 Votes am 29. Dezember 2018 ist das erstmal drin gewesen. Achte Mal jetzt 41 Reminders. Auch noch nicht lange her, dass das letzte Mal im Shop war. Dann hier den Astro Assassin. Ja, bin ich jetzt kein großer Fan von dem Teil. Hier haben wir momentan 3,17 von 5 bei 35 Votes am 8. September 2019 das erste Mal drin gewesen. Das vierte Mal. 27 Reminders. Auch noch nicht so lange her, dass der das letzte Mal im Shop war. So, dann machen wir hier weiter mit dem Bretlings Klatscher. Ja, bin ich jetzt auch kein mega Fan von dem Ding. Haben wir 3,92 von 5 bei 26 Votes am 10. August 2018 das erste Mal drin. Das 12. Mal, 21 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 73 Tagen am 16. September. Wahrscheinlich war da das komplette Set drin. Genau, so sieht's aus. Hier haben wir die fliegende Untertasse. Finde ich relativ cool, das Ding. Hier haben wir 3,45 von 5 bei 29 Votes. Jo, machen wir mal weiter. Dann kommen wir hier zu dem Beef Boss. Der ist ja auch euch allen bekannt hier. Ist ja ein Klassiker. Das Teil hier hinten dann auch mit den Pommes für 1500 V-Bucks. Ja, mal 4,07 von 5 bei 132 Votes. Jo, 155 Reminders das Teil. Weiter geht's jetzt hier mit dem Tomatenkopf, der Tomato Head. Auch ein Klassiker, da gibt es ja auch verschiedene Styles hier und da. Den hat Tim the Tatman eine gewisse Zeit lang gespielt. So, und das Teil der Tomato Head hat hier folgendes Voting. 4,14 von 5 bei 103 Votes. Am 22. April 2018 ist das erste Mal drin gewesen. 16. Mal, jetzt 102 Reminders. Jetzt mal im Shop am 11. Oktober. Wahrscheinlich auch hier das komplette Set. Jo, so wie es aussieht. Hier haben wir die Extra Roni.
Ja, ist ganz okay, das Teil. 3,64 von 5 bei 25 Votes. Ja. 11 Reminders. Dann haben wir Night Slicer. 3,93 von 5 bei 15 Votes. 6 Reminders. Ist, ja, war am 15. November 2018 das erste Mal drin gewesen. So, dann sind wir mit diesem Teil fast durch. Wir haben noch den Gleiter. Wo ist er denn? Ach so, habe ich das eben gerade falsch gemacht. Das ist Exteroni und da ist der Nachtroller. Das ist dieser Doppelroller, genau. Das war der von eben gerade für 800 V-Bucks. So, extra Käse für 1200 V-Bucks. Finde ich persönlich ganz cool. Herr Sofort ist ein absoluter Pizza-Fan. Jo, hier haben wir 4 von 5 bei 14 Votes. Jo, 18 Reminders. So, dann kommen wir schon zu den neuen Items von heute. Die gucken wir uns jetzt mal an. Hier haben wir diese Pilzprügel. Oh. Das ist ja. Das ist ja irgendwie. Jo. Crazy. Finde ich eigentlich ganz amüsant. Die kriegen von mir. Ich finde die irgendwie cool. Die kriegen von mir 8 von 10. Und die haben momentan folgendes Voting jetzt. 5 von 5 bei einem Vote. 2 Reminders jetzt bereits. So, und dann kommen wir last but not least zum eigentlichen. Ja, das ist erstmal der Umhang hinten. Das sind so Herbstblätter. Kann man schön hier wackeln da. Finde ich, sieht ganz gut aus. Jetzt gucken wir uns mal die Herbstkönigin an. Die hat's echt in sich. Das ist ein echt schöner Skin. Muss man schon sagen. Hier oben dieses Herbstlaub da. Da unten sind diese Mushrooms. Da ist ein Horn. Da ist so ein kleines Messer. Alles in allem ein wirklich, meiner Meinung nach, also für meinen Geschmack, wunderschöner Skin. Gefällt mir sehr gut. Hier auf dieser Gürtelschnalle auch nochmal so ein Baum drauf. Bisschen tätowiert die Lady. Ja, Red Hair. Schön. Einfach nur schön. Also das Teil kriegt von mir auf jeden Fall 9 von 10 für 1200 V-Bucks. Gucken wir mal, wie da momentan die Noten. Oh, das ist geil, wie die Noten aussehen. 5 von 5 bei 3 Votes jetzt bereits und jetzt schon 22 Reminders. Jo, würde ich mal sagen, da gucken wir mal, wie wir den aktuellen Shop bewerten. Und da blende ich das jetzt mal ein. Gucken wir mal, wie sieht es momentan aus. Wir haben 405 Love It's, 418 It's Meh und 1097 Hate It's. Gucken wir uns mal ganz kurz an, wie sieht es denn hier aus. Also auf der rechten Seite ist es wirklich dürftig. Ja, muss man echt sagen. Auf der rechten Seite ist es wirklich dürftig. Wir haben den sauberen Groove, der ist cool. Astro Assassin müsste sogar ein Gameplay jetzt oben rechts in der Ecke verlinkt sein. Hier, klar, Tomato Head und Beef Burger oder Beef Boss sind ja Klassiker. Aber die Herbstkönigin finde ich schon echt cool. Und deswegen, also ein Hated kann ich da nicht geben. It's meh, Herbstkönigin, ja oder nein, Herbstkönigin ist geil, Herbstkönigin ist geil, der Rest ist Schrott. Normalerweise müsste ich ein It's meh geben, aber die Herbstkönigin finde ich so cool, dass ich dem Ding mal ein Love It gebe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es mal an, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop ist mit mir, dem Guy. Schaut rein, macht's gut. Achso, benutzt unser Creator Code, sofort du gleich, TTV, bitte, 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 macht's gut, bis dann und tschüss.